Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Am vergangenen Wochenende hatten wir die Online-Konferenz mit Colin Urquhart und wir waren so begeistert und bewegt, was Gott alles getan hat an den Menschen. Viele Menschen haben uns Resonanz gegeben, manche sogar geweint und erzählt, dass sie so viel vom Herrn empfangen haben und dass er wirklich ihr Leben verändert hat. Und das möchte ich dir auch raten. Lass dein Leben von Gott verändern. Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Das Thema heute, leidest du? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Leidest du? Du hast jetzt vielleicht schon gedacht, oh ja, heute wird's gut. Es wird wirklich gut. Weil in der Bibel steht, Jakobus 5, Vers 13, leidet jemand unter euch, was dann? Hier steht, dann soll er beten. Das ist doch eine Aussage. Es steht hier nicht, leidest du, dann erzähl es jedem, leidest du, dann sieh möglichst traurig aus, leidest du, dann mach dir Vorwürfe. Nichts von dem, sondern leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Gebet ist wichtig. Und oftmals ist das für uns der letzte Weg, wenn gar nichts mehr geht. Es sollte aber der erste Weg sein. Weil wenn die Lösung da ist, dann braucht man das andere schon gar nicht mehr tun. Leidest du, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Ja, und dafür sind wir jetzt auch heute da. Du darfst selber beten, du sollst selber beten, aber wir beten auch gerne für dich. Du darfst hier deine Anliegen an uns senden. Wir beten gerne auch für die, die wir jetzt nicht vorlesen können. Wir tun das von Herzen gerne und sowieso, indem du es niederschreibst, im Glauben, das was passiert oder uns schreibst, hat es Gott schon gelesen und er vergisst dich nicht. Er vergisst dich wirklich nicht. Und das ist wunderbar. Vergiss nicht zu beten, wenn du leidest. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir nicht leiden müssen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du Wunderbares mit uns vorhast. Und danke Herr, dass wir auch, Herr, daran denken, dass wir selber beten dürfen und dass du Gebet erhörst. Amen. Amen. Und auf WhatsApp erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Liebe Isolde, lieber Daniel, darf ich um Gebet für mich bitten? Ich bin hormonell völlig aus dem Gleichgewicht, habe keine Schilddrüse mehr. Der Arzt weiß nicht mehr, wo er ansetzen soll. Mein Blutdruck ist extrem hoch und ich habe immer wieder Herzbeschwerden, Kopfschmerzen. Es ist ein absoluter Hilferuf an Jesus. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Hilfe hat, der weiß, was er zu tun hat und dass du am Kreuz alles getragen hast und dass du auch Hilfe hast für diese Person, die nicht mehr weiter weiß. Danke, Jesus, dass du das Herz berührst von dieser Person, den Blutdruck und die Kopfschmerzen wegnimmst. Danke, Jesus, du bist der Herr, der Heilung schenkt, der seine Kinder nicht vergisst. Und ich danke dir, dass du eingreifst in wunderbarer Weise bei dieser Person. Danke, Jesus. Und du kannst auch diese Schilddrüsenprobleme wieder herstellen. Danke, Jesus, auch wenn keine mehr da ist, du bist ein Schöpfergott. Und wir danken dir, dass du auch da das Übrige tun kannst. Wir preisen dich und wir danken dir dafür. Amen. Amen. Ja, und eine Frau schreibt uns, bitte um Gebet für meinen Schwiegervater. Er ist zusammengebrochen und ins Krankenhaus gebracht worden. Es sieht nicht gut aus, aber Gott ist größer und kann auch diese Situation ändern. Danke für euer Gebet. Ja, Jesus, und du siehst diesen Glauben von dieser Person, die sagt, dass du größer bist wie alles andere. Und das glauben wir auch. Und ich danke dir, dass du eingreifst bei diesem Schwiegervater. Wir wissen nicht, was er hat, aber du weißt es. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom jetzt gerade durch seinen Leib fließt, dass du ihn aufrichtest, dass du ihn erfüllst mit neuer Kraft, dass du jedes Organ wieder in seine Funktion setzt oder was immer da auch kaputt ist. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der Kraft hat und der heilt. Danke, Jesus. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns.
Bitte beten Sie auch für das kleine Mädchen, 8 Monate alt. Die Kleine leidet an einem seltenen, aggressiven Gehirntumor. Es gibt medizinisch keine Hoffnung. Vielen Dank. Wow, was es alles gibt. Dafür wollen wir beten. Danke, Herr, dass du wunderbar, Herr, diesen Eltern nahe bist in dieser Zeit jetzt gerade. Aber Herr, wir glauben auch, dass du Gebet erhörst in Sachen Heilung. Herr, ich danke dir dafür, dass du auch Wunderbares getan hast am Kreuz für Heilung. Herr, auch Herr, für dieses kleine Kind. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir in deinem Namen Jesu Heilung aussprechen dürfen. Herr, wenn keine Hoffnung da ist, wenn alles unmöglich ist, da bist du da. Und ich danke dir dafür, dass du Wunder tust, dass du dieses Wunder tust, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass bei dir alles möglich ist. Und danke, Herr, dass dieser Tumor weichen muss. In deinem Namen, Jesu. Amen. Ja, Amen. Und hier haben wir noch 2 kurze Gebetsanliegen. Ein Mann schreibt uns, ich habe starke Rückenschmerzen, bitte um Gebet. Und eine Frau schreibt, ich habe Rheuma in den Händen und Armen, ich bitte um euer Gebet. Danke. Ja, das ist kurz formuliert, aber für diese Leute eine große Sache. Ja. Und das ist wichtig, dass wir beten. Es kommt aber auch nicht darauf an, dass wir lange beten, sondern es kommt darauf an, Glaube und Glaube an Jesus. Er macht es möglich. Und danke Herr, du kennst jetzt diese beiden Gebetsanliegen. Ich danke dir dafür, Herr, für diese Rückenschmerzen und auch für das Rheuma. Ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist. Durchströme du, Herr, den ganzen Rücken, Herr, jede Zelle, jede Bandscheibe und alles, Herr, die ganzen Nervenströme und alles, durchflute du es und bringst alles wieder in den Normalzustand. Danke, Herr. Und danke, Herr, dass das auch wunderbar, Herr, mit dem Rheuma, Herr. Ich danke dir dafür. Ich bringe es dir, Herr. Du weißt es. Du kennst die Lösung. Und wir danken dir dafür, Herr, dass die Lösung spürbar sichtbar wird. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Menschen erleben Gottes Hilfe. Und wie immer einige Zeugnisse hier. Menschen lassen uns wissen, wie Gott eingegriffen hat, ja. Und das ist manchmal auch ganz kurz und bündig. Und da schreibt jemand, vielen Dank für eure Gebete. Meinem Mann geht's gut, er hat keine Schmerzen mehr. Wie wunderbar. Und weiter, danke für ihre Gebete. Meine Mutter ist geheilt und braucht keine OP mehr. Und aus Südtirol kommt diese Gebetserhörung. Die Bitte für meinen Mann wurde erhört. Er ist seit 1 Monat zu Hause. Wir haben eine fleißige Bekannte und schaffen die Pflege alle gemeinsam zur Zufriedenheit aller. Danke nochmals und liebe Grüße aus Südtirol. Und eine Frau schreibt uns Folgendes. In der Gebetsnacht betete Daniel für Missbrauchsopfer. In mir kam der Eindruck, mitzubeten. Ich vergab den vielen Menschen und den Familienmitgliedern, wo so viel Schlimmes war, von ganzem Herzen. Es kam Friede und eine überschwängliche Freude in mich, die nicht natürlich war. Jetzt ist mir ein fröhliches Lachen gegeben und bleibt mir jeden Tag. Der Herr hat die Lösung. Wir haben einen wunderbaren Gott. Was für eine Veränderung. Und ein letztes Zeugnis für heute. Bei einer Voruntersuchung für eine Nieren-OP wurden kleine Rundherde auf der Lunge entdeckt. Dies musste ich ein weiteres Mal mit CT untersuchen lassen. Ich habe eine Karte für die Gebetsnacht ausgefüllt und abgeschickt. Bei der zweiten Untersuchung wurden keine Flecken mehr festgestellt. Ich bin dem Herrn und euch so dankbar. Wunderbar, wie Gott eingreift und wir erleben das immer wieder. Und ich möchte dir raten, bleib einfach dran und gib nicht auf. Ja, gib nicht auf. Und wenn du was erlebt hast, egal ob Heilung oder sonst irgendwie eine wunderbare Sache mit Gott, lass es uns wissen auf die eingeblendete WhatsApp-Nummer. Und nun der Tipp des Tages für heute. Bring jetzt gleich, schieb's nicht auf, bring jetzt gleich alles, woran du leidest, Gott hin. Bete darum.
und nicht ja, aber und Gott kann mir auch nicht helfen und so weiter. Nein, bring's einfach Gott, gib's Gott ab. Bring dein Leiden vor Gott und gib es ab, damit du von dem Leiden los wirst, dass du es auch nicht mehr emotional tragen musst, dass du es abgegeben hast. Vielleicht ist nicht gleich die Lösung da, aber es ist in Bewegung. Du trägst nicht mehr das Leiden, du hast es Jesus abgegeben. Und geh ins Gebet und bring's vor Gott, ganz einfach mit deinen Worten. Und du brauchst da nicht irgendwo biblisch ausgebildet sein, sag es einfach Jesus. Und schick uns dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich. Und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Hast du YouTube noch nicht abonniert, das heißt unseren Kanal, dann drücke oben auf den roten Balken. Dann bekommst du immer Nachricht, wenn wir was Neues für dich haben. Und das Ganze kostet natürlich nichts. Und was auch nichts kostet, ist unser Magazin. Schau dir das an. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute und der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.